Hallo liebe Hundefreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Louis und im heutigen Video werden wir darüber sprechen, ob der American Bully ein Listenhund ist. In diesem Sinne, viel Spaß! So Freunde, jetzt seid ihr einmal gefragt und zwar werden wir einmal kurz eine Umfrage machen oder schreibt es uns unten in die Kommentare und das schon bevor du dir das Video jetzt anschaust. Ist ein American Bully ein Listenhund oder auch nicht? Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest und kein weiteres Video mehr verpassen möchtest, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du ein Rudelmitglied von uns wirst, indem du Vito Malia auf YouTube kostenlos abonnierst und die Glocke aktivierst. Und unsere Online-Hundeschule ist auch online und du kannst dich auf unserer Seite kostenlos registrieren und Modul Nummer 1 der Online-Welpenerziehung testen. Von daher einmal kostenlos abonnieren und kurz auf die Webseite gehen und dich kostenlos registrieren, um Modul Nummer 1 kostenlos zu testen. Und wenn du auch mehr von uns sehen möchtest, wie wir das Leben mit unseren Hunden so meistern, wie unser Lifestyle ist, dann kannst du uns gerne auch auf Instagram folgen, denn dort posten wir täglich neue Fotos und Stories gemeinsam mit unseren Hunden. Und jetzt geht's los mit dem Video. Und zwar ist der American Bully ein Listenhund. Hier haben wir eine kleine Präsentation für euch vorbereitet mit dem Titel American Bully. Ist der American Bully ein Listenhund? Wir haben hier die kleine Maya. Die kleine Maya ist mittlerweile nicht mehr so klein, ist in unserem Bekannteskreis, in unserem Freundeskreis präsent und ist auch ein American Bully Pocket. Was das Ganze bedeutet, werdet ihr auch im Laufe des Videos kennenlernen. Wir fangen jetzt mal an mit der Geschichte des American Bully. Der American Bully ist eine relativ neue Hunderasse im Vergleich zu anderen Hunderassen, die schon seit über Hunderten von Jahren gezüchtet werden. Die Zucht des American Bullies begann so Mitte 80er, um die 90er Jahre herum. Das heißt, wenn man sich das Ganze jetzt mal genau betrachtet, ist es eine sehr junge Hunderasse, die erst seit 30, 40 Jahren erst gezüchtet wird. Und verhältnismäßig zu Hunderassen, die schon seit über 1000 Jahren teilweise auch gezüchtet werden, ist das wirklich eine sehr, sehr, sehr junge Hunderasse. Diese Hunderasse wurde gezielt gezüchtet mit einem Zweck. Und zwar sollte dieser Hund ein Familien- und Begleithund werden. Und der zweite Zweck dieser Zucht war, ein bestimmtes Erscheinungsbild haben zu wollen. Gerade dieses muskulöse, bullige weiterhin oder beziehungsweise aktiv zu züchten. Aber den Jagdtrieb zu reduzieren. Das heißt, ein Hund, der sehr massig, sehr robust, sehr stark wirkt, aber nicht so hohe Triebe hat wie jetzt beispielsweise ein Terrier. Und es gab bzw. es gibt ihn heute noch einen Züchter, der den American Bully aktiv gezüchtet hat. Und dieser jemand ist der Dave Wilson. Dave Wilson ist auch der Gründer des ABKC, aber dazu kommen wir später nochmal. Das ist halt eben der Verband, wo alle American Bullies gelistet werden. Und Dave ist quasi der Urvater bzw. der Vater des American Bully, wie wir ihn heute kennen. Um aber diesen American Bully, wie wir ihn heute kennen, zu bekommen, wurden unterschiedliche Hunderassen untereinander gekreuzt. Man kann aber grundsätzlich sagen, dass der American Bully von den American Pitbull Terrier, den Amstaff und Bulldogs entstand, beziehungsweise eine Mischung von all dem. Aber so das Fundament oder der Baustein für diese Hunderasse war der American Pitbull Terrier und der American Staffordshire Terrier. Dieser wurde dann mit den American Bulldogs und teilweise auch mit molosseartigen Hunderassen, wie beispielsweise der Cane Corso oder der Bull Mastiff, gekreuzt, um auch die Höhe, die Größe und die Masse zu bekommen. Das war jetzt ein kurzer Einstieg in die Geschichte. Wir werden das Ganze nochmal irgendwann mal später in einem Rasseporträt hinzufügen. Wenn du Bock auf so ein Rasseporträt American Bully hast, dann kannst du uns gerne einen Daumen nach oben hinterlassen, damit wir wissen, dass du auch Bock auf dieses Video hast. So, und dadurch, dass jetzt diese unterschiedlichen Rassen miteinander gekreuzt wurden und teilweise auch molosserartige Hunderassen mit eingekreuzt wurden, gibt es da halt unterschiedliche Abstufungen. Und diese Abstufungen und Varianten werden wir euch jetzt kurz zeigen. Wir haben einmal eine offizielle Variante und einmal eine inoffizielle Variante. Hier zeigen wir euch einmal kurz die offizielle Variante, die auch von ABKC anerkannt wird. Und dann haben wir hier einmal den American Pocket Bully.
Das sind die etwas kleineren, wie beispielsweise am Anfang die Maya. Sie ist nämlich so ein American Pocket Bully. Ihr könnt euch gerne mal hier oben mal das Video anschauen. Wir haben schon das ein oder andere Video mit der Maya gedreht. Da war sie noch ein Welpe. Mittlerweile ist sie schon ein bisschen größer und viel massiger geworden. Dann gibt es den American Bully Standard, der etwas größer ist. Als nächstes kommt der American Bully Classic und zu guter Letzt der American Bully XL. Das sind die vier offiziellen Varianten des American Bully, welches vom ABKC anerkannt werden. Und jetzt zeigen wir euch die inoffizielle Variante. Hier haben wir nämlich zwei Stück. Einmal der American Micro oder Exotic Pocket Bully. Das sind dann quasi Bullies, die wirklich sehr klein gezüchtet werden. Das sehen so aus wie kleine Kröten. Und offiziell sagt der ABKC, dass diese Hunderassen bzw. diese Varianten nicht anerkannt werden. Aber man sieht immer öfter auch mal solche Hunderassen oder solche Varianten auch auf Ausstellungen. Dass wir hier von einer Überzüchtung sprechen, brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu erwähnen. Das sieht man da auch. Aber in diesem Video soll es jetzt nicht darum gehen, ob es jetzt eine Überzüchtung ist oder auch nicht, sondern wir wollen wirklich nur darauf eingehen, ist der American Bully ein Listenhund oder auch nicht. Und die zweite inoffizielle Variante ist der American Bully XXL. Das heißt, in der Abstufung vom ABKC gibt es den American Bully XL, aber nicht den XXL. Und der XXL geht dann so in die Richtung Hulk, die wirklich überdimensional groß sind. Und die gelten auch nicht offiziell als American Bully. Weil diese Hunderassen noch zusätzliche Kreuzungen wirklich mit Molossern noch extremer reingezüchtet wurden. Deswegen haben wir auch immer wieder mal erwähnt, dass der Hulk nicht richtig ein American Bully ist. So, das sind die Varianten. Jetzt kommen wir kurz zu den Verbänden. Von wem wird der American Bully anerkannt? Hier haben wir zwei Verbände. Wie schon am Anfang erwähnt, Dave Wilson ist der Züchter des American Bully und hat dann auch 2004 ABKC gegründet, wo dann alle American Bullies gelistet werden. Das ist ein relativ kleiner Verband, muss man dazu sagen, nicht zu vergleichen wie den AKC oder den FCI. Und 2013 hat der UKC den American Bully auch als eigenständige Hunderasse gelistet. Soweit, so gut. Bevor wir uns jetzt wirklich der Frage widmen, ob der American Bully ein Listenhund ist oder nicht, müssen wir erstmal wissen, was ist ein Listenhund und welche Listenhunde gibt es. Ein Listenhund ist ein Hund, dem eine Gefährlichkeit nachgesagt wird. Und diese Hunderassen werden in einer Liste gesteckt. Und auf dieser Liste wird quasi die Gefährlichkeit eines Hundes gelistet. Und hier gibt es ganz viele unterschiedliche Hunde, die auf dieser Liste stehen. Aber hier müssen wir sagen, jedes Bundesland oder jedes Kanton hat seine eigene Liste. Jetzt schauen wir uns mal alle Hunde an, die ansatzweise in irgendeiner Liste mit vertreten sind. Und teilweise werdet ihr hier auch Hunderassen finden, wo ihr vielleicht nicht mal wusstet, dass es ein Listenhund ist. Wenn wir uns zum Beispiel hier die Old English Bulldogge anschauen oder beispielsweise die deutsche Dogge, die wird teilweise in manchen Bundesländern oder Kantonen auch als Listenhund gesehen. Oder beispielsweise der Miniatur Bull Terrier. Das ist eine relativ neue Hunderasse. Die gilt aber in manchen Bundesländern auch als Listenhund. Aber wir haben jetzt hier vier Hunderassen einmal unterstrichen, um die es heute eigentlich gehen soll. Denn wenn man an einen Listenhund denkt, dann kommen diese Hunde eben ins Spiel. Und erstens ist dann der American Pitbull Terrier, der American Staffordshire Terrier, der Bull Terrier und der Staffordshire Bull Terrier. In der Regel ist es meistens immer so, je nach Bundesland oder Kanton gibt es so gesehen zwei Listen. Kategorie 1 und Kategorie 2. Und Kategorie 1 ist in der Regel meistens immer so, dass diese Hunde unwiderlegbar aggressiv sind. Ob sie es sind oder nicht, ist dahingestellt, aber vor dem Gesetz sind diese Hunde unwiderlegbar aggressiv. Und um diese Hunderassen geht es jetzt prinzipiell. Und jetzt müssen wir uns mal das Gesetz anschauen. Hundegesetz. Das Hundeverbringungs- und Einführungsbeschränkungsgesetz enthält eine Rasseliste mit Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier und Bull Terrier und schließlich Kreuzungen mit diesen Rassen ein. Das bedeutet, dass genau diese Rassen im Fokus stehen. Das heißt, dass der American Pitbull Terrier, Amstaff, Staffordshire Bull Terrier und Bull Terrier
als potenziell gefährlich gelten und, da kommen wir gleich noch dazu, die Kreuzungen untereinander oder die Kreuzungen mit anderen Hunden. Diese Hunde gelten als Listenhunde. Und ganz wichtig, die Kreuzungen untereinander und mit anderen Hunderassen. Es ist verboten, solche Hunde nach Deutschland zu verbringen. Außerdem dürfen Hunde solcher Rassen, für die im Zielbundesland Gefährlichkeit vermutet wird, nicht in dieses Land eingeführt werden. Das bedeutet, wenn du jetzt beispielsweise aus Nordrhein-Westfalen kommst, sagen wir mal aus Köln, und dort ist es beispielsweise so, dass du grundsätzlich so einen Hund nur aus dem Tierheim bekommst. Und dort ist es dann halt auch verboten, unabhängig davon, dass du den Hund nach Deutschland nicht reinbringen darfst. Aber wenn du jetzt beispielsweise einen Hund in Deutschland kaufst, der jetzt entweder eins dieser Hunderassen ist oder eine Kreuzung unter denen, dass du diesen Hund nicht in diesem Bundesland einführen darfst. Das kommt hier ganz darauf an, in welchem Bundesland oder Kanton du lebst. Ausnahmen gelten unter anderem für Diensthunde, Blindenhunde, Behindertenbegleithunde und Rettungshunde. Bei kurzzeitigem Aufenthalt bis maximal 4 Wochen und beim Nachweis einer berechtigten Haltung im jeweiligen Land. Bedeutet, dass es in diesem Fall auch Ausnahmen gibt, den Hund aus dem Ausland nach Deutschland einzuführen, wenn halt eins dieser Punkte erfüllt wird. In der Regel ist es aber meistens nicht so. Man braucht dafür halt immer eine Bewilligung und um erstmal diese Bewilligung zu bekommen, kriegt man nicht so leicht. Aber diese Hunde dürfen bis zu 4 Wochen nach Deutschland einreisen, sofern du aus dem Ausland auch eine Bewilligung hast. Bedeutet, wir beispielsweise leben in der Schweiz und wenn wir nach Deutschland reisen, dürfen wir das Ganze mit unseren Hunden nur dann machen, wenn wir eine Haltegenehmigung in der Schweiz haben. Und zusätzlich natürlich alle Impfungen, die das Gesetz in Deutschland vorgibt. Ist ein Hund nicht angemeldet oder hat jemand nicht diese Haltebewilligung im jeweiligen Land, dann darf dieser Hund nicht nach Deutschland einreisen. Und oft ist es halt eben so, dass gerade diese Hunderassen oftmals auch mal für ein paar Wochen nach Deutschland geschmuggelt werden, um andere Hunde zu decken. Aber in dem Moment, wo der Besitzer einfach keine Haltegenehmigung hat im eigenen Land, dann ist dieser Hund illegal hier und das Ganze kann auch strafrechtlich verfolgt werden. So, jetzt wissen wir, was das Gesetz sagt. Und jetzt schauen wir uns an, was ist der American Bully für eine Hunderasse? Und das ist jetzt eine Rassebeschreibung, die vom UKC, also sprich den United Kennel Club, auf deren Homepage auch beschrieben wird. So, der American Bully entwickelt sich als natürliche Erweiterung des American Pitbull Terrier. Der American Bully wurde von einigen anderen Rassen beeinflusst, darunter der American Bulldog, die englische Bulldogge und der Old English Bulldog, plus die Mischung mit Molosser wie beispielsweise Cane Corso oder Bull Mastiff. Was bedeutet das Ganze jetzt genau? Auch wenn diese Hunderasse relativ neu ist und vom UKC als eigenständige Hunderasse gesehen wird, ist es für Deutschland, Österreich und in der Schweiz so, dass der American Bully ein Mix ist. Und zwar ein American Pitbull Mischling oder ein Amstaff Mischling, weil Deutschland, Österreich und in der Schweiz nach dem FCI geht. Und der FCI beziehungsweise auch der AKC, diese Hunderasse der American Bully nicht anerkannt wird. Das heißt, vor dem Gesetz ist diese Hunderasse einfach ein Mischling, ein Listenhund-Mischling, sprich ein American Pitbull Terrier-Mischling oder ein American Staffordshire Terrier-Mischling. Denn diese zwei Hunderassen, der American Pitbull Terrier und der American Staffordshire Terrier, sind so die Ursprünge von dieser Rasse. Das ist das Fundament. Auf diese Rasse aufgebaut, sind dann Bulldoggen noch dazu gemischt worden und halt molosserartige Hunderassen. Und das Ganze wurde auch gezielt so gemacht, dass auch Molosser reingezüchtet wurden, einfach nur, weil sie aus diesen Pitbull Terrier, American Pitbull Terrier und Staffordshire Terrier, eine neue Linie rausbringen wollten. Und zwar die Linie, die halt etwa, die nicht so triebstark ist. Die sollte nicht dafür genutzt werden, um zu kämpfen, sondern diese Hunde sollten wirklich nur als Showline verwendet werden und als Familien- und Begleithunde gezüchtet werden. Und somit hat man sich halt entschieden, halt Hunderassen mit einzuzüchten, die vom Gemüt und vom Wesen her viel fester sind, wie sie in der Regel bei Molosse halt eben sind. Das war der Grundgedanke. Aber wir dürfen halt eben nicht vergessen, dass diese Hunde
zu 50% American Pitbull Terrier und American Staffordshire Terrier sind. Klar ist es nicht genau 50%, aber diese Hunderasse basiert auf, ist ein, wie gesagt, eine Erweiterung des American Pitbull Terrier oder den American Staffordshire Terrier. Und somit können wir die Frage auch hier beantworten. Laut Gesetz und laut nach dem, was wir hier wissen, ist der American Bully ein Listenhund. Und oft ist es halt eben so, dass Züchter von American Bullies das Ganze so ein bisschen verneinen und das Ganze so als eigenständige Rasse wahrnehmen, was ja auch ist. Der American Bully ist auch eine eigenständige Hunderasse, die mit dem American Pitbull Terrier heutzutage wirklich nichts mehr zu tun hat. Denn es sind zwei unterschiedliche Rassen. Aber, und das ist das Wichtigste, vor dem Gesetz eben nicht. Und wenn du Pech hast, dann hast du große Probleme. Denn wenn du dann auf die Idee kommst, und das machen nun mal leider sehr viele, die sagen sich dann, ja, ich besorge mir jetzt einen Hund aus Amerika, am besten keine Ahnung woher, lass ihn nach Deutschland einreisen, dann melde ich ihn hier an und dann am Ende bist du vielleicht sogar in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, wo du solche Hunderassen sowieso nicht halten darfst, beziehungsweise nicht vom Privat dir holen darfst, sondern nur aus dem Tierheim. Ja, und dann heißt es, was hast du für eine Rasse? Ja, und dann antwortest du mit einem American Bully und dann könntest du durchaus Probleme bekommen. Im schlimmsten Fall wird dir der Hund halt eben weggenommen. Es kommt hier auch mal so ein bisschen auf das Bundesland drauf an. Es gibt Bundesländer, denen ist es relativ egal. Aber ich sag mal so, wenn du Pech hast und ich sag mal zu 95% hat man Pech, dann wirst du extreme Probleme bekommen, du wirst eine Anzeige bekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar relativ hoch, dass dir der Hund weggenommen wird. Rein vom Gesetz her können wir sagen, die Einfuhr von American Bullies ist verboten, weil diese Hunderasse auf den American Pitbull Terrier und American Staffordshire Terrier basiert und aufgebaut wird. Und wenn sich dann irgendeine Behörde dazwischen stellt und im Prinzip das so durchgehen lassen möchte, dann wird er das durchbekommen. Denn leider befindet sich diese Rasse zwar auf keiner Liste, aber man weiß, dass diese Hunderasse von den American Pitbull Terrier und American Staffordshire Terrier stammt. Also Freunde, wenn ihr euch für solche Hunderassen interessiert, was ja auch gut ist, wir kennen einige American Bullies und das sind schöne Rassen, das sind coole Rassen, das sind vom Wesen auch sehr, sehr wesensfeste Hunderassen, wenn man sie natürlich auch richtig sozialisiert und trainiert und erzieht. Aber das Problem ist nun mal die Gesetzeslage. Und wenn man halt eben Pech hat, dann kann es halt eben sein, dass auch ein American Bully als Listenhund registriert wird. Und je nachdem, wo du halt lebst, musst du entweder mehr Steuern zahlen. Wenn der Hund aus dem Ausland kommt, dann musst du damit rechnen, dass der Hund dir eventuell sogar abgenommen wird. Aber im Grunde genommen, wenn du dich dafür entscheidest, so eine Hunderasse zu nehmen, dann musst du schon mal von vornherein davon ausgehen, dass es ein Listenhund ist. Und versuch hier nicht irgendwie das Gesetz zu umgehen, indem du ihn irgendwie als Mischling deklarierst oder so. Im Endeffekt ist es oft so, dass die Behörden nach einem Phänotyp gehen. Die gucken sich den Hund an, okay, der passt ganz gut in dieser Facette, also wird er als Listenhund gelistet. Auch wenn er vielleicht nichts mit einem Listenhund zu tun hat. Wir haben jetzt beispielsweise den Fall in Frankfurt. Wir haben eine Old English Bulldogge und die ist nicht auf der Liste. Und diese Old English Bulldogge hat sich unglücklicherweise mit einem Schäferhund-Husky-Mix verpaart. Und am Ende ist dann halt eine Hunderasse rausgekommen, die halt ja nicht aussieht wie eine Old English Bulldog, sondern viel größer, aber hat die Höhe von einem Schäferhund bekommen, aber den Kopf und die Masse von einem Bulldog. Das heißt, dieser Hund sieht aus wie ein in Anführungszeichen Listenhund bzw. Kampfhund. Wobei beide Hunderassen nichts mit einem Listenhund zu tun haben. Aber dieser Hund wurde trotzdem als Listenhund gestuft. So, liebe Hundefreunde, das war's jetzt zu diesem Video. Wir hoffen, ihr konntet jetzt hier ein bisschen was lernen. Demnächst planen wir auch ein Rasseporträt American Bully zu machen. Und wenn ihr Bock auf dieses Video habt, dann lasst es uns unten in den Kommentaren wissen bzw. gebt uns einen Daumen nach oben. Wie seht ihr das Ganze? Hättet ihr gedacht, dass der American Bully ein Listenhund ist oder nicht? Und wenn du einen American Bully hast, als was wird er gelistet? Denn in manchen Fällen wird der American Bully
als Nicht-Listenhund gesehen, je nachdem in welcher Gemeinde du lebst, aber in manch anderen Bundesländern oder Gemeinden wird der American Bully als Listenhund gesehen. Wie ist es bei euch? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, liebe Hundefreunde, wir freuen uns sehr, dich wieder im nächsten Video zu sehen. Halt die Ohren steif, immer der Nase nach und bis zum nächsten Mal. Ciao.